Mein großer Fisch ist auf die Seite vom Aquarium. Ist noch nie gesehen. Der frisst Algen. Die haben den gekauft. Ganz klein. Das sollte nicht so groß werden, aber das ist riesig. Wow, das ist gerade jetzt im Essen. Putzt die Scheiben. Nur cool. Wow, sieht das geil aus. So, jetzt ist er gerade am Fressen. Wow, jetzt sieht man, wie groß der ist. Hoffentlich schreckt er nicht, wenn ich komme jetzt. Jetzt putzt er gerade die Scheibe. Irgendetwas ist schief gelaufen, weil die Kumpels, die ich gekauft habe, die sind ganz klein. Also nicht die da, sondern... Aber der putzt jetzt wirklich die Scheibe, das haben wir noch nie gesehen. Da sind die Kollegen. Da. Die sind gleich groß und sollten gleich groß sein. Da sieht man den, oder? So groß sind die Kollegen. Und jetzt kann ich rüber zu mir. Er hat irgendwie... Ich habe ein Monster in meinem Aquarium. Riesen Mund hat er. Er putzt Scheiben. Extra die gekauft, damit er super hält. Ich hoffe, Leute, nicht etwas passiert ist, dass er das ihm schlecht geht. Das ist ein Putzer. Also einen grossen Viech habe ich jetzt nicht erwartet, aber lässig. Tschüss! Hi. Schlittenfahrt. Also eine Schlittenfahrt so von Ort zu Ort, das ist ein besonderes Fest, das macht viel Freude. Also eine Schlittenfahrt, der bringt uns weit, weit fort, hinaus in freie Land. Die Pferde laufen schnell, die Schimmel klingen hell, rings um die Winterpracht. Und wenn es noch so schneit, die fahren noch so weit, am liebsten bis zu Ende der... Mein großer Fisch ist auf die Seite vom Aquarium. Ist noch nie gesehen. Der frisst Algen. Die haben den gekauft. Ganz klein. Das sollte nicht so groß werden, aber das ist riesig. Wow, der ist gerade jetzt im Essen. Putzt die Scheiben. Nur cool. Wow, sieht das geil aus. Gute Jul! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! Das ist ein Weihnachtskaktus. Frohe Weihnachten! Überall so ein bisschen, aber nicht so viel. Ein bisschen, bisschen. Dafür ein ganz großer. Und da in der Stube ganz ein großer. Und das sind Schweden, die stehen das ganze Jahr. Sind im Parat für Weihnachten. Auch hier so ein bisschen. Bin ein bisschen weihnachtlich. Habe ich gern. Jetzt habe ich. Med bulle, typiskt svenskt.
korvarna och bullockakan. Han gömt kakan under. Så att man inte ska se den. Ja, posten. Jag får ägst nu. Just det. Du tror inte Sovers lite fabin i sofferna om alles som det skönst in i månskein och tusen stjärne kärn zu der Wintermacht. Wer weiß, vielleicht tun uns sogar beneid. Die Fäden laufen schnell, die Schellen klingen hell rings om die Winterpracht. Und wenn es noch so schneit, ich fahre noch so weit am liebsten bis der Ende Welt. Oj, jag har precis gelernt. Måste du bli så nöjd med. Tjus! Kör i vinter! Jetzt schauen wir, so groß ist sind die, die in der gleichen Rasse waren. Ich habe drei auf einmal gekauft und wo ist denn der andere? Schiessig! Der Arme, der braucht den ganzen Korb für sich allein. Wo sind jetzt die anderen wo? Jetzt muss man schauen. Wo sind die anderen? Da! Und da ist einen kleinen, da. Also, das ist ein gutes Bild, hä? Hey, jetzt müssen wir einen Superfisch sehen. Der ist einfach riesig. Der ist jetzt gerade vorne und messen. Muss ich nicht so fest stören, dass er da wieder weggeht. Das ist ein Aquarium da. Und neuerdings habe ich so Fische gekauft. So in dieser Größe. Haben sie gesagt, werden die. Das ist die Kumpels. Der ist ein bisschen größer geworden als die anderen. Eben, so sollten sie sein, oder? Die sind jetzt ein Jahr, da ist der Bruder, hä? Scheiße, ich weiß nicht, was ich da habe. Aber der ist so schön, ich freue mich. Gott sei Dank ist er nicht größer geworden. Er ist größer geworden, aber ich glaube nicht viel größer. Und es hatte nachher gar keinen Platz da in meinem Aquarium. Das Aquarium ist groß, eine ganze Ecke da. Ich freue mich so, das ist so cool. Also das hat jetzt nicht jeder auch nicht gezielt gekauft. Jetzt ist er am Fressen. Jetzt darf ich nicht mehr stören. Wo sind die Kumpels? Die blauen. Ja, da sind die blauen. Kumpel ist groß. Tschüss. Kommt er? Ich muss schauen, dass ich da. Das sind die kleinen Fische. Der Hintergrund ist der. Wow, ist der riesig. Ein riesiger Viech da. Sieht so cool aus. Das Aquarium ist so groß. Und ich habe ja nur kleine Fische gekauft. Und der ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Irgendwann genetische Fehler waren. Die anderen, die ich gekauft habe, die sind wurden so groß. Also. So schläft der Beugen. Papa von vier Babys. Ganz herzige Babys ist geworden. Zwei sind schon weg. Das ist der dritte, wo noch verkauft wird. Der vierte behalte ich. Der Boy ist ganz hübsch und das ist Mama. Das ist sie, das ist ein Fuchs. Zwei Welpen haben ausgesehen wie ein Wolf. Das ist der Fuchs. Und eine sieht aus wie der Bär. Das läuft irgendwo voll schwarz. Haben wir immer einen schwarzen gewählt. Mal schauen, wo der ist. Irgendwo unter dem Bett. Bis später.